Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Python-Tutorial. Das laufende Urteil 4. Diesmal machen wir einen Gegner, den wir fressen können und der uns Punkte gibt. Und natürlich findet ihr allen Code und Beschreibungen unten in der Videobeschreibung als Link. Also fangen wir an. Das letzte Mal haben wir diesen Rahmen ergänzt und jetzt müssen wir zwei, drei Dinge tun. Nämlich, wenn wir einen Gegner an eine zufällige Position platzieren wollen, müssen wir Zufallszahlen generieren können. Dazu brauchen wir eine Python-Bibliothek, die ist dabei, die muss man sich nicht extra installieren und die holen wir uns mit Import Random rein. Random, Englisch für Zufall, hat Funktionen drin, uns Zufallszahlen zu liefern. So, nach diesem Rahmen hatten wir hier ja die Variablen für den Spieler. Und da legen wir uns jetzt auch noch Variablen für den Gegner an. Also Variablen für den Gegner. Nachdem der nicht immer am selben Ort ist, braucht unser Gegner eben wie der Spieler auch eine X- und Y-Koordinate, also seinen Ort auf dem Spielfeld, GX. Und hier sagen wir eben, das soll zufällig sein. Das kommt aus random und heißt dann randint, also eine zufällige Ganzzahl und die soll zwischen 5 minimal und 15 maximal liegen, sodass sie im Spielfeld ist, sonst kann sie der Spieler ja gar nicht fressen. Und dasselbe machen wir auch für die Y-Position des Spielers. Also wir sagen, GY ist auch random.randint 5 bis 15. Jetzt hat sich noch nicht viel getan, weil außer dass wir die Variablen angelegt haben, sieht man natürlich noch nichts. Um den Gegner zu sehen, müssen wir ihn zeichnen. Hier haben wir den Spieler gezeichnet und ganz geschickt ist, wenn man den Gegner vor dem Spieler zeichnet. Also wir gehen an die Position des Gegners, also an GX und GY und print, naja, wir geben Sternchen aus. Jetzt sieht man diesen Gegner schon, das befindet sich hier so ein kleines Sternchen und wenn ich jetzt laufe, kann ich den fressen, aber er ist nicht weg. Immer wenn ich wegfahre, kommt er wieder. Er wird ja einfach an die Position gezeichnet. Wenn er das Sternchen nach dem Spieler zeichnen würde, dann wird es ein klein wenig anders aussehen. Jetzt ist der Stern hier, zufällig. Wenn ich jetzt da drauf laufe, ist mein Spieler weg. Er kommt natürlich wieder, wenn ich rausfahre, weil hier ja zuerst der Spieler gezeichnet wird und wenn der Gegner an gleicher Position ist, wird er danach an die gleiche Position drüber gezeichnet. Das ist auch der Spieler, dann kommt der Gegner und wird drüber gezeichnet. Das ist manchmal verwirrend, also zeichnet den Spieler zuerst und dann den Gegner. Jetzt, um zu sehen, ob ich ihn gefressen habe, muss ich überprüfen, wenn ich eins weitergelaufen bin mit der Steuerung, ob ich denn auf der gleichen Position bin wie der Gegner. Also ich mache, nachdem ich hier die Position eventuell verändert habe, ein neues Wenn auf If und ich sage, wenn mein Gegner X das gleiche ist wie das Spieler X und das Gegner Y das gleiche ist wie das Y vom Spieler, dann bin ich ja in gleicher Position. Mit gleichem X bin ich in der gleichen Spalte, mit gleichem Y in der gleichen Zeile und wenn ich in gleicher Spalte und Zeile bin, bin ich auf ihm. Was mache ich jetzt hier? Hier gebe ich dem Gegner eine neue Position, dass er woanders landet. Also ich kann eigentlich diesen Code hier kopieren und hier unten wieder einfügen. Man muss ja nicht mehr tippen als nötig. Das heißt, ich hätte jetzt tatsächlich, weil da oben ja immer neu gezeichnet wird, ein neues Sternchen an einer zufälligen Position, immer wenn ich auf ihn falle. Was ich noch nicht habe, sind Belohnungen, die ich dafür kriege und das sind ja Punkte im Spiel. Das heißt, wir brauchen eine Variable, die uns Punkte liefern. Die gehört zum Spieler, der kriegt praktisch Punkte und die sind am Anfang 0.
Immer wenn ich ihn jetzt fresse, will ich auch einen Punkt haben. Das heißt, ich sage hier, Punkte sind Punkte plus 1. Das heißt, immer wenn ich ihn gefressen habe, kriege ich einen Punkt. Angezeigt wird es aber noch nicht. Das heißt, wir müssen hier, wo wir Spieler, Gegner zeichnen, auch unsere Punkte ausgeben. Wo ist egal, weil wir wollen sie an einer festen Position neben dem Spielfeld zeichnen. Also gehe ich an eine Position, die neben dem Spielfeld ist. Auf 15 kann ich laufen, auf 16 ist der Rahmen. Lassen wir 17 frei und sagen, x ist 18. Y kann man sich aussuchen, ich nehme mal eine 3. Und hier gebe ich einfach mit Print aus, wie viele Punkte ich habe. Erst den Text, Punkte. Und dann entweder mit Komma getrennt die Punkte oder ich wandle mit einem String die Punkte in den Text um. Dann werden die ausgegeben. Jetzt sieht es also so aus, hier oben stehen diese Punkte und ich kann die fressen und ich sehe, mit jedem gefressenen Sternchen kriege ich einen Punkt. Die Position dieser Punkte ist, wenn die jetzt noch zu hoch ist, der kann sie einfach auf zum Beispiel 7 stellen, dann stehen sie ein bisschen weiter unten, aber es ist eine feste Position, über die ich nicht laufen kann. Ich könnte die auch mitten ins Spielfeld platzieren, dann fresse ich aber immer den Text ein bisschen auf oder bin mitten im Text, das ist störend. Also, nochmal zum Zusammenfassen. Wir brauchen die Bibliothek Random, wir brauchen die Variable Punkte, wir brauchen die Position des Spielers an einer zufälligen Position, geben Punkte an einem festen Ort aus, den Gegner an seiner variablen Position und immer wenn wir über den Gegner laufen, also seine selbe Position haben, kriegt der Gegner eine neue Position und wir einen Punkt. Ich hoffe, das hat geholfen und ich bedanke mich fürs Zusehen.